herzlich willkommen zu einer neuen Folge Othic im Auftrag des Gönigs. Heute mal mit ganz neuer freudscher Versprecherung. Versprechen. Nee, es geht jetzt hoch zum alten Friedhof. Damit auch seien auch die Gothics, die Neogrufts und die Gruftsgrufts und die schwarzen gekleideten Leute gegrüßt, die jetzt hier eventuell zugucken könnten. Das ist mir zu doof hier. Das ist mir viel zu schmal. Ich muss sozusagen mal wieder... Ach nee, ich habe einen Feuerpfeil noch drin, das ist mir so schade. Komm her. Den geschärften Pfeil einspannen. So. Aha, und da fällt mir natürlich der Feuerpfeil. Den stecke ich mal wieder in die Hose. So, dann wollte ich mal gucken hier, ob ich da hier den... Ach hier, der bleibt ja sogar hängen. Aber dummerweise gibt es keine Zielvorrichtung. Ja, und der Pfeil prallt natürlich ab. Nee. Oh doch, klappt. Aber nicht so pralle. Ein bisschen näher dran. Auch nicht. Was sind das jetzt wieder für ein Mist? Also den sollte ich doch jetzt mal treffen hier. Okay. Gott. Mühsam ernährt sich der Waldscavenger. Ah, so. Kommen bestimmt noch mehr Sachen. Da wette ich für. Ich geh noch weiter hoch. Was? Wie? Oh. Ah, niederes Skelett eines Stammlers. Okay, ich hab doch gesagt, das sind hier ganz nette, freundliche Gäste, die mich empfangen. Und zwar mit dem Tod. Ach ja, es gibt natürlich nichts Frustrierendes, als dass dir so ein klappriges Teil da entgegenkommt. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wie kriegen wir denn den weg? Die sind hier oben drüber. Diese widerlichen Skelettinger. Super klasse. Naja. Schauen wir mal. Der Degen ist ja so eine Allround-Waffe. Hat er mich schon gesehen? Nein, er hat mich noch nicht gesehen. Ich habe auch keine Zaubersprüche wie Untote vernichten oder Heiliger Geist. Heiliger Geist, ja klar. So. Gucken, vielleicht kann ich ihn eventuell doch irgendwie in einem taktischen Kampf besser. Ja. Taktisch war es nicht. Wenn es taktisch gewesen wäre, wäre ich auch nicht verletzt. Ja. Okay, ein paar Tränkchen habe ich noch. Ja, würde mich nicht wundern, wenn ich hier noch... Das ist ja nur ein niederes Skelett. Wenn ich hier noch natürlich noch mehr... hier herumlungert in den Serpentinen zum Friedhof. Ja. Mach mal Folgendes. Nicht hängen bleiben. Bitte mal ein bisschen schneller agieren. Im Flug. Ja, ist gut. Schepper mal nicht so rum. Noch einen geschärften Pfeil. Ja, okay. Das mit dem Klappern ist Gothic Old. Also das ist schon etwas älter, dieser Fehler. Jetzt regnet es auch noch. Wie passend. Wie passend ist das denn, liebe Leute? Ja, Scouten. Geht natürlich wieder mal nicht, wenn ich meinen Bogen nicht bespannt habe. Zombie, all your zombies in high places, ja. Passt sogar, in high places. Ja, und dann kommt eine Fleischwanze. High places, wir sind ja hier in hoch oben. Was war denn das jetzt Lustiges? Okay. Also auf jeden Fall haben wir hier schon mal... ja. Auf jeden Fall sind wir hier schon am Friedhof. Ach, da wünschte ich mir jetzt echt ein bisschen eine andere Musik.
Liebes Team, ach, hier ist die Fleischwanze. Oh, Fleischwanzen. Wobei, ja. Und sonst ist niemand hier? Skelett, Skelett. Skelett, niederes Skelett. Oh, war ja. Nein. Oh, ich bin aufgeregt. Okay. Vielleicht kann ich die Fleischwanze hier noch. Nee. Bevor mich das Skelett entdeckt. Nein. Okay. Weg, 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 weg. Okay, machen wir mal hier ein paar Gräber ausgraben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das passt. Knochen. Kann ich wunderbar gebrauchen. Und ein Extrakt der Heilung. So, noch eins. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Erfahrung 10. Und sonst... Oh, kleiner Lederbeutel. Knochen. Lederbeutel entleeren. Wie viel haben wir drin? 25. Die klappt wunderbar. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen... jetzt wird es ein bisschen kritisch an der Stelle. Gehen wir hier gegenüber. Das ist hier alles schön. Oh, da ist der... Ja. Nee. Oh. Mann, ist denn hier schon einer? Mich am Folgen. Jetzt auch nochmal hoch oder gucke ich blöd? Nee, ich gucke nicht blöd. Ja, aber trotzdem. Was mache ich denn jetzt mit den... mit den Friedhöfen hier, mit den Grabsteinen, die ich eventuell doch noch hier alle plündern müsste? Oh! Kommt mir der Zombie entgegen? Sehe ich das richtig oder bleibt er da hängen? Nee, der bleibt da hängen. Soll ich es wagen, in den Zombie an den Kragen zu kragen? Okay, habe ich überhaupt... Ich richte ja nichts aus, wie geil. Alter, was ist denn das für ein... Trägertypi hier. Okay. Darauf hilft nur eins. Draufhauen, bis ihm die Sterne aus dem Kopf fliegen. Ja, okay. Diese Geräusche sind übelst. Jetzt hat er sich da oben hin verpisst. Okay, harmloser Zombie. Was ein Feuerwerk. Gucken, ob der auch so schreit. Ach, ein Genuss. Letzte nicht Regung. Zu plündern. Sehr gut. Letzte Regung. Nicht zu plündern. Ach ja, hier, da ist er runtergefallen. Von hier oben. Nee, von ganz da oben. Super klasse. Ja, ich habe mal wieder eingeblendet, nachdem ich gestorben bin. Ah, jetzt habe ich natürlich immer noch hier diesen Heinz. Ach ja. Wenn es da hinten doch so ein Zombie gibt, dann könnte ich doch den auch... Nee, es ist müßig. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen, ja, da ist auch nichts zu holen. So. Neuer Versuch, altes Grab zu plündern. Da gibt's ja große Sachen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Oder ist das ja von eben? Oh Manometer. Gegen den habe ich doch keine Chance.
Ah, da oben hängt er. Dann lassen wir ihn da mal hängen, oder? Nee. Ist er weg. Ja, wo ist er denn hin? Hey, wo ist er denn? Ist er denn wieder hier? Lass uns mal das Zeug hier holen. Nee, Knochen, kleiner Lederbeutel, Knochen. Altes Grab. Haben wir. Ist da hinten noch jemand? Große Frage, nächste. Das sieht so aus, als wären da noch ganz viele Gäste. Ich muss immer wieder diesen Bogen nach justieren. Ja, niederes Skelett. Und nochmal Skelett. Da hinten ist so eine Art Mausoleum. Da wird wahrscheinlich der Stamm da drin sein, denke ich mal. Ja, was machen wir denn? Wir werden ganz einfach mal auf die Idee kommen und hier hochklettern. Das geht nicht. Auch schön. Super, klasse. Ich habe mir was ausgedacht. Und was ist? Nix ist. Naja, dann bleiben wir hier hängen. Gucken. Na, doch wohl nicht so intelligent. Aha. Ah, die Pfeile bringen doch ein bisschen was. Jawohl, Krax. Rostiges Schwert, ah, kann man wieder Sachen verkaufen. Zum Beispiel so einen lustigen. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ah, jetzt geht's. Na super, klasse. Ja. Okay. Dann gehe ich hier von hinten ran und genau richtig. Super. Und nochmal. Wo ist denn? Ach, da oben ist. Wie bitte? Ach, der versucht es clever zu sein, auf die gleiche Höhe zu kommen und mich dann. Ach, da hinten ist noch eins. Oh, der ist ja ganz weit weg. So, und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass. Ja. Aha. Du brauchst noch einen Treffer. Das mache ich anders. So, wo ist er? Der ist ja unten. So, und da mal kurz. Und ein Schlag. Oh, der hat mich aber ganz schön getroffen. Okay, dann werden wir das alte Grab gleichzeitig mal tiefen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, ein Silberkelch. Unten wieder ein Knochen. Und noch ein altes Grab. Ja, toll. Das war's? Oder wieder was? Okay, an der Stelle nochmal speichern. Das habe ich ja eben nicht gemacht. Und an der Stelle nochmal was trinken. Ein Getränk. Gibt's denn hier noch was? Der Ebene nicht mehr. Jetzt kann ich in Ruhe hier die Gräber plündern. Das ist gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich... Ja, den hatte ich. Den hatte ich auch. Dann, wie gehen wir jetzt vor? So. Ach ja, den habe ich ja schon. Ach ja. Dann hier das Gerät. Hacke, hacke. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, was haben wir denn gefunden? Geweihtes Wasser. Hm, auch schön. Geweihtes Wasser. Ja, abspeichern. Und mal hier hacken. Und das passt ja von der Atmosphäre ja wunderbar. Es ist dunkel. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Es ist dunkel. Und ich finde einen Schädel und einen Knochen. Wunderbar. Vielleicht kann ich das als Musikinstrument benutzen. Achso, ich bin hier auf die Schifflok gekommen. So. Aha, hab ich schon. Bin ich doof? Hab mich jetzt wieder völlig reorientiert. Ja, okay. Oh, da hinten ist ein riesiges Mausoleum. Willst du mal hier mal was Neues kommen, bitte? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh, die Maus ist gescheit. Das goldene Ring und goldene Teller. Schöne Sache, das. Ist das gruselig hier? Ja, das ist sehr gruselig. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, außer Knochen und Schädel schon wieder. Mann. Weiß ich nicht, habe ich die schon?
Okay. Manchmal macht er nichts, manchmal hat er und findet nichts. Dann müssen wir nochmal Skript hin, oder? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, Knochen und einen Trank. Elixier sogar. Wow, Elex. Hier, Elex, hier. Diese Geräusche im Hintergrund. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Jetzt wird er gleich einer rausspringen. Das stimmt, der mittlere Lederbeutel. Mittlerer, den habe ich noch gar nicht gesehen. Mittleren Lederbeutel. Hört ihr das? Aha. Okay, 50. Hier, Bolzenpaket, das soll ich auch mal nehmen. Dann kann ich ja wieder mit Armbrusten hantieren. Ja, ich bin so ein Dippel. Okay. Das ist bestimmt der Stamm. Gucken. Hier ist auch nichts. Wo muss ich hier versteckt? Oh, hier, ganz klein. Oh, ist das nebelig. Oh, diese Ausdünstung der Leichen. Leute, da bin ich bestimmt nicht gut. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Knochen, selber kann ich alles, was wir mit. Oder besser gesagt, zu Geld machen können. Und jetzt? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, noch ein Schädel. Gucken, so ein kleines Gräbchen hier. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Krug. Ein bisschen versetzt. War nicht so schlimm. Hauptsache, ist was da. Ja. Pack mal hier. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was war das jetzt? Ein Rasiermesser. Als Grabbeilage ein Rasiermesser. Ja, falls er noch nicht ganz tot ist, dann kann er ja noch nachträglich sich die Pulsadern aufschneiden. Wie bitte? Stopp! Ich hab noch nicht abgespeichert. Ja, hier da oben ist doch einer. Irgendwer. Da oben wird einer hängen, so wie ich die Vermutung habe. Das heißt, wir werden mal hier nochmal einen Bolzen. Gucken, was passiert, wo er ist. Da oben, Skelett eines Stammlers. Ach, der bleibt da oben einfach so hängen. Na, vielleicht kommen wir ihm ein bisschen näher. Oh, er kommt runter. Oh. Treffe ich ne? Ja, ich treffe ne. Bleib da unten schön stehen. Rühre dich nicht. Oh. Ich habe gesagt, du sollst sie nicht rühren. Okay. Super klasse. Habe ich die Pakete schon aufgebraucht, beziehungsweise das Bolzenpaket, aber hat doch ein bisschen was gebracht. Jawohl. Oh, und in dem Moment falle ich runter. Gar Glück gehabt. So, jetzt habe ich natürlich wieder hier absolut keine Ahnung, wo ich hier jetzt... Ach, dort, den habe ich. Dann habe ich den kleinen hier. Dann habe ich ihn hier. Ja, richtig. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Schön. Eine Amphore. Und ein Knochen. So, bevor ich es vergesse, abspeichern. Ja, wir befinden uns hier auf dem Friedhof. Wer das Video kennt von mir, ich habe da so ein altes, ich glaube, das war das erste Newsletter-Video, was ich gemacht habe auf dem alten Judenfriedhof. Der kann es gerne mal angucken. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Deswegen, ich liebe ja Friedhöfe. Vor allem auch mit solchen schönen alten Grabsteinen. Ich werde das mal verlinken unten in der Liste, da könnt ihr das sehen. Da habe ich so ein paar Eindrücke hier von meinem Gebiet. Das sind ein paar hundert Meter, da komme ich schon gleich hin. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh ja, nur ein Knochen und ein Schädelchen. So, und das letzte Grab hier, das haben wir jetzt erstmal... Oh, ja. Das haben wir erstmal hier... hier gibt es nichts zu graben. Das heißt also, hier ist ein Gitter... Hier gibt es Fratzen. Und ich kann hier erstmal nichts machen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Schalter. Altes Grab. Noch ein Grab. Habe ich die noch nicht? Habe ich doch, oder? Moment mal. Ein bisschen verwirrend das Ganze. Nee, die habe ich schon. Aber hier ist noch was Kleines gewesen. Altes Grab und Grab. Okay, dann Grabmal. Am Grabmal. Okay. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, und Knochen, ein Schädel bestimmt wieder richtig. So, und jetzt haben wir hier nochmal ein altes Grab. Ich glaube, das ist wohl hier das vom Stammler.
Skelett eines Stammlers. Und der geht da sogar richtig durch. Was soll ich jetzt damit? Muss ich dich erst töten? Muss ich wieder die Bogen einspannen? Oh, nur noch 21 Schärfchen. Nein, nicht so nah. Du Frechdachs. Okay, ich treffe ihn sogar. Ah, ich bin zu nah. Vielleicht geht er die Tür auf, wenn ich hier dieses lustige Knochengerüst... Oh, hat sogar getroffen. Oh, ich komme. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt aber. Bleib doch, komm doch. Und jetzt habe ich keine Feinde mehr. Schöne Scheiße. Also. Ich kann mir auch nirgendwo Pfeile irgendwie herholen. So, wo bist du denn? Komm her. Hallo? Was auch eben noch hier? Kuckuck. Das ist doch nicht zu fassen. Also hier gibt es echt Abenteuerliches auf dem Friedhof. Gibt's denn hier keinen Schalter? Ich drücke mal wieder wie wild irgendwo an einer Stelle rum, weil wir ja schon zur alten Bücherei den Schalter nicht entdeckt hatten. Beziehungsweise ich sehe hier wirklich keinen. Okay, und hier lässt sich auch nichts öffnen oder... Ach so. Da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Alten Fokusstein. Ich laufe da die ganze Zeit vorbei, ey. Okay, machen wir mal hier mal einen anderen Stand. Ja, dann packen wir den Fokusstein. Ach, das ist ein Fokusstein, den ich mir genommen habe. Und jetzt ist... Uah, jetzt ist es offen. Jetzt ist das Vieh offen hier, okay. Aber da ist ja noch das Skelett irgendwie drin, welches ich schon, naja, verwundet habe. Nicht, aber ist stark zerkratzt. Was bist denn du für ein Bild? Aus wie so eine Riesenrune. Jetzt geht's hier ganz tief runter. Ach nö, der hat sich wieder total regeneriert. Naja, dann werden wir eben versuchen, mal hier im Dauerschlachtmodus durch die Mauer zu zerkratzen, zerfetzen, bis er nicht mehr kann. Da ist er jetzt weg. Ja, so wie es aussieht, werden mich hier garantiert noch mehr Peoples erwarten. Ach ja, schöne, lustige Gäste haben wir hier. Außerdem ist es dunkel. Dunkel war es, der Mond schien hell. Was ist denn das für ein Heinz? Oh Gott, wer ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Milton? Wer bist du? Bist du Milton? Nein, das wäre natürlich ein Hammer, oder? Der Stammler. Achso, du bist der Stammler. Na, wollen wir mal ansprechen? Wer bist du? Ich bin der Stammler. Wie? Du bist der Stammler? Ja, das sag ich doch. Aber was hast du hier zu suchen? Dich. Ich bin gekommen, um deinem Spuk ein Ende zu bereiten. Wehr dich. Na klar, doch. Immer dasselbe. Ohne Gewalt ist nicht. Was? Lustig. Das sagt gerade der Richtige. Verbreiten etwa deine Untoten nicht Angst und Schrecken? Nein, diese sind doch nur da, damit mich hier niemand hört. Na, das ist dir auch bisher ganz gut gelungen. Der
ruhig die Waffe weg. Ich tu dir nichts. Ehrlich. Ja, ein Glück. Komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann. Ja. Na, schön. Sehe ich auch so. Mal gucken. Warum gehst du eigentlich als Geist um? Die Leute glauben, dass du dich an ihnen rächen willst. Quatsch. Warum soll ich das tun? Na, immerhin wurdest du vom damaligen König zum Tode verurteilt. Na, und? Der ist schon lange zu tot. Warum sollte ich mich jetzt noch rächen wollen? Da ist was dran. Warum aber spukst du noch hier herum? Da ist dieses blöde Abraxas schuld. Der Hofmagier, der dich beim König angeschwärzt hat? Richtig, sein Fluch bindet mich an diesen Ort. Sein Fluch? Ja, warum hat er dich denn verflucht? Hat es ihm denn nicht gereicht, dass man dich hinrichten ließ? Leider nicht. Der Abraxas war schon immer so ein boshafter Kerl gewesen. Na gut, Stammler. Gibt es denn kein Mittel, den Fluch zu brechen? Bitte nennen mich nicht Stammler. Ich wurde mein ganzes Leben lang damit gehänselt. Ich heiße Berthold. In Ordnung, Berthold. Wie aber kann ich dir helfen? Wie? Du möchtest mir wirklich helfen? Berthold. Auch gut. Ja. Warum denn das? Nun, zum einen, da ich dem Statthalter versprochen habe, den Fluch zu brechen. Zum anderen aber auch, weil du mir leid tust. Ich danke dir. Wie also kann ich dir jetzt helfen? Ist das überhaupt möglich? Ja, aber das ist nicht leicht. Okay, das habe ich ja auch gedacht. Komisch, hatte ich irgendwie befürchtet. Was also muss ich tun? Du musst gegen Abraxas kämpfen. Erst wenn er besiegt ist meine Seele frei. Abraxas? Ist der denn nicht tot? Nein, ich habe ihn doch ebenfalls verflucht, damit der Bann gebrochen werden kann. Tja, das kommt davon, wenn man sich mit Magie abgibt. Wo steckt Abraxas? Das ist das Problem. Sein Geist schwebt in den Lüften. Na toll. Und wie komme ich jetzt an ihn ran? Du musst am alten Steinkreis seinen Geist binden. Und wie mache ich das? Durch ein Ritual. Dazu brauchst du... Oh, Ghoul im Herzen. Ja, die nachfolgende Sendung verspäten sich um ein paar Minuten. Entschuldigung, bitte. Ghoul im Herzen? Ja, eins aus Stein, eins aus Salz und eins aus Silber. Gibt es denn solche Golems auf Tamora? Ja, in den Bergen findet man Golems
aus Stein in den Minen. Ich werde jetzt mal überspringen. Und was ist, wenn ich die Golemherzen habe? Wie geht es dann weiter? Lege die Herzen im Inneren des Steinkreises nieder und sprich diese Worte Abraxas cum Rator. Steinkreises nieder und sprich diese Worte. Mal gucken, ob er auch stottert. Abraxas. Okay, da stottert er auch. Dann wird sein Geist erscheinen. Werde ich Abraxas besiegen können? Immerhin ist er ein Geist. Du musst eine gesegnete Waffe tragen. Innos heilige Waffe wird dann den Verräter töten. Eine gesegnete Erzwaffe? Und wo soll ich die herbekommen? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Na schön, ich frage mal unseren Paladin Gernot. Vielleicht kann er mir sagen, ob wir so eine Waffe an Bord haben. Ja, versuche es. Innos sei mit dir. Ja, an dieser Stelle, die sich ein bisschen verzögert hat, sage ich auch tschüss, lasst einen Kommentar da, hebt den Daumen und tschüss, bis zum nächsten Mal.